Was gibt Schöneres, als an einem Sonntagmorgen bei einem herrlichen Wetter gemeinsam Gottesdienst zu feiern? Amen. Eine Sache gibt's, die ist schöner. Bei sonnigem Wetter, wenn es draußen die Sonne scheint, heute glaube ich, wenn wir 26, 27 Grad haben, einen guten Fruchtsalat zu essen. Der ist richtig gut. Also ich will euch jetzt nicht neidisch machen, aber danke, Schatz. Also wenn wir jetzt kein Corona hätten, hätte ich euch das hier rumgeben lassen, dass jeder zugreifen kann. Hätte nicht gereicht, genau. Dem Livestream haben jetzt einen Vorteil, die können sich jetzt schnell noch einen Fruchtsalat schnippeln. Der ist richtig, richtig gut. Und die Frage ist doch jetzt, was hat ein Fruchtsalat mit dem Heiligen Geist zu tun? Heiliger Geist ist doch meistens irgendwie mit etwas anderes verknüpft als mit Früchte, mit Obst. Heiliger Geist hat auch immer irgendwie mit Kraft empfangen zu tun, mit Power bekommen, mit Wunder, mit Geistesgaben, mit gemeinsam in Sprachen zu beten, neuen Sprachen zu beten, mit etwas Prophetisches zu empfangen, die Welt zu verändern. Und ich habe für euch eine Stelle in Richter 14,5, da heißt es, über den Heiligen Geist, und das ist so eine Stelle, wenn wir die lesen, denken wir, wow, ja, das ist Holy Spirit. Genau das wollen wir sehen, das wollen wir haben. Da heißt es, als Simson nach Timna reiste, wurde er von einem Löwen angegriffen. Da kam der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, der Geist Gottes, über ihn und er zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Hey, das ist Heiliger Geist, Power, Kraft. Hey, da kommt eine Herausforderung in deinem Leben und du sagst, hey, ich manage das mit dem Heiligen Geist. Hey, das ist Kraft. 1. Samuel 10,6, da heißt es über den König Saul, der Geist des Herrn wird mit Macht über dich kommen und du wirst prophetisch reden. Prophetisch reden, du empfängst etwas von Gott, was andere jetzt nicht sehen. Du erkennst eine Wahrheit und sprichst sie über andere Menschen aus oder über eine bestimmte Situation. Hey, wieder Power, wieder richtig, richtig viel Kraft. Und ist es nicht das, nach was wir uns sehnen? Amen. Hey, wir wollen die Power des Heiligen Geistes in unserem Leben sehen. Wir wollen die Wunder sehen. Hey, wir wollen als Kirche, wollen wir eine Kirche sein, hey, wo Menschen Veränderungen erleben, weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Amen. Wir wollen sehen, dass Menschen überführt werden von ihren Sünden. Wir wollen sehen, dass Menschen geheilt werden. Hey, weil der Heilige Geist, hey, der kann das alles. Hey, da ist so viel Kraft, da ist so viel Power. Hey, das sind so viele Möglichkeiten. Und vielleicht bist du heute hier. Wir haben hier eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Wir wollen ihn mehr kennen, mehr begreifen, was er tut, wie er in uns wirkt. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich bin heute in diesem Gottesdienst. Ich bin hier im Livestream mit dabei, weil ich genau das erleben möchte. Ich sehne mich so sehr danach, diese Kraft zu sehen. Ich sehne mich danach, diese Power zu sehen. Und wisst ihr, manchmal geraten wir in so eine Schiene, dass wir nur noch diese Power sehen möchten. Dass wir den Heiligen Geist nur noch mit dieser Kraft verbinden und sagen, wenn diese Kraft nicht da ist, wenn ich im Gottesdienst bin und nicht dieses Gefühl hatte, boah, heute hat der Herr mich so richtig berührt, war der Heilige Geist nicht da. Und wir sind manchmal, das habe ich in der Predigt gehört, das fand ich so ein cooles Beispiel, wir sind manchmal so ein bisschen wie Asterix. Die meisten von euch kennen Asterix und Obelix, der Gallier. Jedes Mal, wenn Asterix die Kraft braucht, nimmt er diesen Trank, trinkt ihn und zack, voller Power und kann die Römer schlagen. Und wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, denken wir manchmal auch so ein bisschen in diese Perspektive. Der Heilige Geist ist wie so eine Flasche, die schnappe ich mir. Ich bin im Sonntagsgottesdienst und voll erfüllt und kann jetzt kraftvoll in den Alltag reingehen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist noch viel mehr ist. Ich glaube, dass er uns noch viel mehr zu geben hat. Er möchte, ja, er möchte auf uns kommen, wie in der Apostelgeschichte, wo sie die Kraft empfangen haben, wo Petrus den Mut gefasst hat, nach draußen zu gehen, vorher sich eingekerkert hat, sich versteckt hat, auf einmal den Mut hatte, über Jesus zu sprechen, in Umständen, die extrem schwierig waren. Ja, der Heilige Geist
Wir wünschen uns das als Kirche, dass er auf uns kommt, dass er uns berührt, dass er uns verändert. Und gleichzeitig ist eine Gefahr drin, dass wir uns nur nach dem Übernatürlichen, nur nach dem Wunderbaren, Kraftvollen uns ausstrecken und eine Ebene vergessen. Also das eine ist nicht schlecht, das eine ist mega. Also ich wünsche mir das viel mehr in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite dürfen wir die andere Ebene nicht vergessen. Weil der Heilige Geist, er möchte nicht nur auf dich kommen, der Heilige Geist, er möchte in dich hineinkommen. Der Heilige Geist möchte dich von innen heraus verändern, erfüllen, dich wirklich formen, erneuern, transformieren, etwas tun, was du von außen her nicht tun kannst. Und wir sehen, dass es gerade bei Simson, den ich vorhin vorgelesen habe, oder König Saul, sie haben sich ausgestreckt nach dem Äußeren. Aber wer die Geschichte von den beiden kennt, der weiß, die haben das Innere vernachlässigt. Simson bekommt hier die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, und kann Löwen schlagen. Er schlägt die Philister, waren das, glaube ich, damals die Philister schlägt er. Alleine, total kraftvoll und eine Power Die, die ist unglaublich. Aber auf der anderen Seite wissen wir von Simson, der hatte echt andere massive Probleme. Im Bereich der Sexualität hat er richtig Probleme gehabt. Und es ging so weit, dass er am Ende sogar sein Leben verloren hat, weil er innerlich nicht an sich gearbeitet hat. Oder besser gesagt, den Heiligen Geist nach innen nicht hineingelassen hat. König Saul, berufen von Gott, König zu sein im Volk Israel. Anfangs der Heilige Geist voll mit dabei, er gewinnt Schlachten und das Volk liebt ihn. Aber was er nicht gemacht hat, er hat nicht den Heiligen Geist ihn verändern lassen, innerlich formen zu lassen. Und wir kennen die Geschichte von König Saul. Am Ende ist er richtig, richtig bitter gefallen, Gott total zur Seite geschoben, in den Okkultismus noch reingerutscht. Also ist richtig mies auf den Boden gefallen, dass es sogar heißt, dass der Heilige Geist nicht mehr auf ihn war, sondern ihn verlassen hat. Und ich glaube, dass heute eine Predigt sein wird, die dich ermutigen darf, was es bedeutet, dass der Geist Gottes in dir ist. Und wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken und über das nachdenken, was wir gleich lesen werden, was Paulus zu den Galater geschrieben hat, dann stellen wir eine Sache fest. Der Heilige Geist ist nicht nur daran interessiert, dich äußerlich zu berühren, dir ein gutes Gefühl mal zu geben, und ich liebe dieses Gefühl. Er ist nicht nur daran interessiert, dass du in Sprachen betest, dass du etwas Prophetisches empfängst, dass du vielleicht eine Heilung erlebst. Der Heilige Geist ist daran interessiert, dich innerlich zu verändern, dein Herz zu transformieren. Er ist an den Dingen interessiert in deinem Leben, die du vielleicht tief versteckst. Die Themen, über die du vielleicht nicht so gerne sprichst. Er ist interessiert, dich dort zu berühren und dich innerlich zu verändern. Und ich möchte euch eins sagen, das ist ein viel größeres Wunder als alles Äußere. Wenn der Mensch im Inneren verändert wird, wenn sein Charakter auf einmal geformt wird, wenn ein je zorniger Mensch auf einmal einer wird, der total liebenswürdig wird. Wenn der Heilige Geist anfängt, in deine Beziehung hineinzugehen, in deine Ehebeziehung, die gerade vielleicht am Bröseln ist, die herausfordernd ist, und der Heilige Geist kommt rein und fängt an zu verändern und fängt an zu formen. Und wisst ihr, was dann passiert? Unser Leben wird wie dieser Fruchtsalat. Er wird zu etwas, was Geschmack, was gut ist, was uns in unserem Leben Geschmack gibt, was man gerne isst, wo andere Menschen auch gerne einfach mit dabei sind. Ich sehe schon, ihr wollt auch gerne. Wisst ihr, später darf jeder einmal. Wisst ihr, und das möchte der Heilige Geist uns geben. Er möchte, dass wir zu Menschen werden, die angenehm sind, die genießbar sind. Mir fällt gerade so ein Bild ein. Stell dir vor, es ist auch sonntags morgens, es ist 8 Uhr und du denkst, hey, ich fahre heute, gönn mir mal was, fahr in meine Lieblingsbäckerei und holst dir so ein Puddingbrezel. Also so ein Puddingbrezel, so ein Hefeteig oder keine Ahnung, was außen rum ist und drin so das Pudding und frisch gebacken und es duftet noch so richtig und du bringst es mit nach Hause, stellst dir noch deinen guten Kaffee hin und denkst, oh, jetzt gönne ich mir mal so richtig. Und machst so einen richtig leckeren, schmackhaften Biss rein. Und auf einmal hast du zwei Kümmelstücke drin. Kennst du das?
Kennst du das, wenn du bei der Bäckerei mal was Gutes geholt hast und auf einmal Kümmelstücke, vielleicht liebst du Kümmel und sagst, boah, das ist das Beste, was es gibt. Aber wenn ich das, dann ist es vorbei. Du hast was Gutes erwartet und auf einmal ist es total ungenießbar. Es ist total ungenießbar. Und der Heilige Geist möchte nicht, dass wir ungenießbar sind. Der Heilige Geist möchte uns genießbar machen. Er möchte uns zu Menschen machen, die vom Innen verändert worden sind. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus Galater Kapitel 5. Paulus schreibt an die Kirche in Galatien. Galater Kapitel 5, Vers 19 bis Vers 23. Und Paulus beschreibt so in diesem Abschnitt, beschreibt es so ein bisschen, was oder wie ein Mensch unterwegs ist, der nicht vom Heiligen Geist innerlich verändert wurde. Und wie, was für, ich sag mal, Merkmale oder was aus einem Menschen herauskommt, der vom Heiligen Geist innerlich immer mehr erneuert wird. Und er schreibt in Galater 5, 19 und denkt an dieses Bild, wenn man ungenießbar ist. König Saul wurde leider ungenießbar. Simson hat sich auch ungenießbar gemacht. Denkt an dieses Bild. Wenn ihr euren sündigen Natur folgt, also wenn ihr nicht dem folgt, was der Heilige Geist in euch bewirken möchte, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Also richtig viel Kümmel, oder? So richtig ungenießbar. Ja, wenn wir uns nicht formen lassen, wenn wir uns nur danach ausstrecken und sagen, Herr, ich will das, ich weiß gar nicht mal, wie ich das nennen soll, aber ich will nur das Äußerliche erleben. Ja, und manchmal ist man im Glauben unterwegs, ist man mit Christen unterwegs, die 15, 20, 30 Jahre unterwegs mit Jesus sind, aber irgendwie sind sie manchmal noch ein bisschen ungenießbar. Woran hängt es? Woran hängt es, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, nach 30 Jahren immer noch total jähzornig sind, lieblos sind, ängstlich manchmal sind, müssen ja nicht gleich auf das ganz Negative gehen, voller Sorgen sind in ihrem Leben. Und Paulus sagt weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Hey, das ist ein Mensch, der richtig, richtig genießbar ist. Hey, das ist ein Fruchtsalat, den möchtest du gerne essen. Und wenn man das so liest, scheint es mal im ersten Moment vielleicht so, oh, das hört sich auch alles so ein bisschen weich an. Hey, das ist einer, der ist... Er ist ein Lieber, ein ganz freundlicher, ein ganz friedlicher, ein ganz geduldiger. Aber ich glaube, was Paulus hier sagt, hey, wenn du einen Menschen erlebst, der so voller Liebe ist, hey, das ist keiner, der sagt, hey, ich bin so ein ganz sanfter. Hey, das ist einer, der sagt, hey, ich kann nicht Ungerechtigkeit stehen lassen, weil ich Menschen so sehr liebe und ich möchte etwas tun. Das ist ein Mensch, der Frieden in seinem Herzen hat, obwohl enorm schwierige Situationen in seinem Leben sind, er herausgefordert wird. Und ich glaube, was Paulus hier beschreibt, ist ein Mensch, der hier so voller Leidenschaften, so voller Güte ist. Das ist ein Mensch, ich glaube, das ist ein Mensch, den Gott in dir, in mir formen möchte. Die Auswirkung des Heiligen Geistes, ja, es ist, dass die Kraft kommt. Und das Spannende ist, wenn die Kraft kommt, wenn das schöne Gefühl kommt, sagt die Bibel, es ist eine Ausrüstung, nicht für dich, nicht für mich, es ist für den Nächsten. Die ganzen Geistesgaben sind nicht für mich, die sind für meine Nächsten, für meine Mitchristen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die sind für den anderen gedacht. Aber was Paulus hier sagt, hey, Frucht des Geistes, es geht in dem Fall um dich. Es geht um deine Themen, es geht um deine Herausforderungen. Und meine Erfahrung ist, oft sind, ich bin ja genauso gepolt, meine Themen fasse ich oft nicht so gerne an. Ja, anderen irgendwie helfen, anderen etwas Gutes tun, ja, das ist die eine Seite, das fällt leichter. Aber in sich selber hineinzugehen und festzustellen, hey, ich habe noch Dinge, ich habe noch Baustellen in meinem Leben, die sind nicht genießbar.
Das ist herausfordernder, als über Geistesgaben zu sprechen. Es ist herausfordernder, über sein Leben nachzudenken. Und ich fand es auch so mutig von Chris, wie er gesagt hat, hey, ich habe noch meine Mauern und ich habe noch meine Schwierigkeiten. Und Jesus oder der Heilige Geist, er möchte es verändern. Er möchte in dir eine Lebensveränderung bewirken, die so unglaublich ist, dass du Menschen lieben kannst, auch wenn du Hass, auch wenn sie dir Hass entgegengeben. Er möchte, dass du zu einem Menschen wirst, der Frieden in seinem Herzen haben kann. Obwohl du vielleicht gerade Krankheit durchlebst in deinem Leben, vielleicht ein geliebter Mensch in deinem Umfeld gestorben ist, er möchte, dass du einen Frieden, einen tiefen Frieden in deinem Leben hast. Das ist, was der Heilige Geist in uns machen will. Er möchte aus uns einen Menschen machen, der treu ist in seinen Beziehungen. Treu ist, auch wenn es mal kriselt, auch wenn es herausfordernd ist, der einfach sagt, hey, ich stehe zu diesem Menschen und ich bleibe an diesem Menschen, an meinem Partner oder wen auch immer, bleibe ich dran. Aber wie kann das passieren in unserem Leben? Wie kann das passieren, dass die Früchte oder besser gesagt die Frucht des Geistes in unserem Leben Wirklichkeit wird? Ich glaube, jeder von uns wird sagen, hey, ja, ich möchte ein Mensch werden, der mehr Liebe hat. Ich möchte ein Mensch werden, der mehr Freude in seinem Leben empfindet. Ich möchte ein Mensch werden, der nicht getrieben ist von Angst, sondern wirklich vom Frieden her. Und ich möchte mit euch drei Punkte anschauen. Wie können die Frucht des Geistes in unserem Leben lebendig werden? Wie können sie greifbar werden? Wie können sie wirklich auch entstehen und sich entwickeln? Der erste Punkt, mit dem ich anfange, ist, dass der Heilige Geist, die Frucht des Geistes, allmählich in uns wachsen lässt. Dass er es schrittweise in uns entwickeln lässt. Das Spannende ist ja, dass Paulus hier etwas ganz Bestimmtes macht. Er redet von Frucht des Geistes. Er redet nicht davon, was sind die Merkmale des Geistes oder was sind die Zeichen des Geistes. Nein, er nimmt ganz bewusst dieses Bild und sagt, was sind die Früchte des Geistes? Er gebraucht hier ein Bild, was einmal natürlich die Menschen in seiner Umgebung kannten. Das war ein Bild aus der Landwirtschaft, aus der Pflanzenwelt. Das kannten die Menschen. Das war etwas, womit sie was anfangen konnten. Er gebraucht ein Bild, das immer wieder auch in der Bibel durchdringt. Zum Beispiel, wo es heißt, dass das Wort Gottes wird ausgesät, damit wir Glauben bekommen. Also das Bild von der Pflanzen oder von der Landwirtschaft findest du durchgehend in der Bibel. Aber ich glaube, er gebraucht es nicht nur deswegen, sondern er gebraucht es, weil er eine bestimmte Eigenschaft mit diesem Bild zeigen möchte, die für unser Leben enorm wichtig sind. Und ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die, also für mich ist sehr ermutigend, aber ich glaube, dass sie auch für dich ermutigend sein wird. Weil manchmal, auch wenn man lange Christ ist und unterwegs ist, merkt man, man hat noch so seine Seiten in sich drin, die manchmal nicht so cool sind. Man ist manchmal nicht so geduldig, wie man es gerne hätte oder man kann auch mal je zornig werden. Man hat Seiten in sich, wo man manchmal selber erschrickt und denkt, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, dass es uns manchmal herausfordert. Und ich denke, dass der eine oder andere heute hier ist und er sagt, hey, ich habe schon so lange mit meiner Bitterkeit zu kämpfen. So lange ringe ich schon mit diesem Thema und irgendwie habe ich keine Lust mehr. Und du hast aufgegeben. Du hast aufgehört. Aber Paulus möchte uns herausfordern, was bedeutet eigentlich, wenn die Frucht des Geistes in deinem Leben lebendig wird. Als Kind habe ich mal meine Eltern überredet, dass wir einen Garten, so ein Gartenbeet pflanzen. Also wir hatten hinten so eine Wiesenfläche oder so einen Garten und habe gesagt, hey, wir müssen Tomaten, Gurken, keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich wollte es unbedingt, habe sie dann überredet, dann haben wir, natürlich, die schöne Wiese musste umgraben, alles haben wir dann alles gemacht, oder ich musste das größtenteils machen, habe das dann alles gemacht und habe meinen ersten Garten pflanzen dürfen. Hab dann, ich glaube, Tomaten, Gurken, Kürbisse, Zucchini und Paprika, weiß ich was, alles gepflanzt. Und eine Sache durfte ich da, es lief, man muss ehrlich dazu sagen, ein Jahr habe ich das gemacht, das nächste Jahr war ich da nicht mehr so begeistert. Aber was ich da lernen durfte ist, wenn du etwas siehst, wenn du eine Tomate einpflanzt, den Samen, die Saat reinschmeißt, du kannst dich jetzt hinstellen oder hinhocken und warten, bis was passiert.
kannst 10 Minuten hocken, du kannst 15 Minuten hocken, eine Stunde, drei Stunden. Du wirst da sitzen und irgendwie passiert nichts. Und ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber ich habe noch nie gesehen, wie eine Pflanze wächst. Ich habe noch nie gesehen, wie eine Pflanze am Wachsen ist. Ja, ich konnte, wenn nach ein paar Tagen konnte ich das sehen, wow, da ist was passiert. Aber im Moment konnte ich das nicht sehen. Es gibt Saat, die dauert dann manchmal Wochen, bis sie aufgeht. Und du siehst einfach nichts. Es ist auch noch nie, ich habe ja 4 Kinder, es ist auch noch nie passiert, dass ich morgens aufgestanden bin und meine Tochter wecken wollte und merke, boah, die ist ja 20 Zentimeter größer geworden. Oder habe gesehen, wie sie so irgendwie anfängt zu wachsen. Das habe ich noch nicht erlebt. Und Paulus verwendet ganz bewusst dieses Bild von der Frucht. Die Frucht des Geistes wächst allmählich. Es ist nicht etwas, was auf einem Schlag passiert, sondern es ist etwas, was über die Jahre, über dein ganzes Leben, reifen wird. Es ist nicht etwas, was auf einem Schlag irgendwie da ist. Hey, du kommst zu Jesus und zack, vollkommen. 100% Liebe, 100% Treue und alles ist da. So funktioniert es nicht. Du kommst zu Jesus und es fängt an zu wachsen. Es fängt an, sich zu verändern. Wisst ihr, manchmal ist die große Herausforderung, ich liebe Zeugnisse und ich liebe Geschichten, wie Menschen mit Jesus erleben und was er alles getan hat. Manchmal ist die Herausforderung, dass Menschen nach vorne kommen und zum Beispiel darüber erzählen, hey, Jesus hat mich von Pornosucht befreit, zack, frei war ich. Es ist immer nur die eine Medaille. Die andere Medaille ist es immer auch ein Prozess. Manchmal ist es, wo Gott zack macht und Dinge sind gelöst. Aber auf der anderen Seite hast du noch viele andere Dinge, die müssen erstmal reifen, die müssen sich verändern. Charakterformung passiert nicht von heute auf morgen, sondern ist etwas, was wächst mit der Zeit. Und das darf dir Mut machen. Gott ist am Wirken in deinem Leben, das möchte ich dir zusprechen. Du fragst dich manchmal, hey, wieso ändert sich das nicht? Aber lass Gott auch diese Zeit. Weil ich glaube, wenn Gott auf einmal alles anfassen würde in unserem Leben, das würden wir nicht aushalten. Wir würden zerbrechen daran. Gott lässt Dinge allmählich wachsen. Mit der Zeit fangen sie an zu reifen. Dass sie auch beständig werden. Dass sie zu etwas werden, das auch wirklich fest ist. Und das darf dir Mut machen. Und das bedeutet für uns in der Praxis, wenn wir über die Frucht des Geistes sprechen, hey, du darfst, du musst, du sollst auch Geduld haben. Wir dürfen Geduld haben mit unseren Mitmenschen. Wir dürfen Geduld haben, wenn ein Mensch zu Jesus findet, dass er nicht von heute auf morgen alles hinschmeißt und alles gleich verstanden hat, sondern dass er mit Stück für Stück da hineinwächst. Wir dürfen manchmal Geduld haben, dass einer, der raucht, dass er nicht auf einem Schlag alles hinschmeißt, sondern dass es ein Prozess ist, den er braucht. Irgendwann ja, aber es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Und ich glaube, wenn wir das lernen, werden wir einmal zu uns selber nicht mehr so hart sein. Wir werden verstehen, Gott ist am Wirken und das möchte ich zusprechen. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, er ist immer am Wirken. Vergiss das nicht. Der Heilige Geist ist am Wirken, er ist am Tun, er ist am Wachsen. Vielleicht heute noch nicht ersichtlich, aber irgendwann wirst du feststellen, wow, da ist etwas passiert in meinem Leben. Ich bin heute nicht der, wie ich vor 10 Jahren war. Gott hat mich geformt, Gott hat mich geändert. Er hat so viele Dinge in meinem Leben getan, das ist unglaublich, wo ich einfach nach Jahren merke, wow, Gott ist am Wirken, er ist am Ändern. Und das darfst du dir wirklich ans Herz nehmen. Er ist in deinem Leben am Wirken. Jetzt. Und er ist in dem Prozess voll mit dir dabei. Der zweite Punkt, wie die Frucht des Geistes in sich in uns entwickelt ist oder wie sie wächst, ist, dass sie unvermeidlich wächst. Also die Frucht des Geistes ist etwas, sie wächst in unserem Leben. Du kannst nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist, aber nach 40 Jahren hat sich gar nichts in deinem Leben verändert. Herausfordernder Gedanke, oder? Wenn wir darüber reden, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir von seiner Liebe voll eingenommen sind und dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und wir in 30 Jahren immer noch die gleichen Ängste haben, bedeutet es für uns, wo wir sagen dürfen, hey, okay, irgendetwas stimmt nicht ganz richtig. Weil der Heilige Geist, wir haben darüber geredet, er ist voller Power, er ist voller Kraft. Und dort, wo der Heilige Geist ist, wird er Wachstum schenken. Dort, wo wir ihm Raum geben, wird er Wachstum geben.
Eine Frucht, wenn wir eine Frucht nehmen, eine Frucht hat hier, jede Frucht hat Korn, eine Saat. Und allein in diesem kleinen, in dieser kleinen Saat ist so viel gewaltige Power drin, das ist unglaublich. Da ist so viel Power drin, zum Beispiel von einer Eiche, da ist so viel Power drin, dass man in der Straßenbau und so weiter, dass man herausgefordert wird. Du darfst gerade gerne das nächste Bild aufmachen. Wenn ein Baum wächst und man hat den Baum zu nah an der Straße gepflanzt, wird dieser Baum wachsen, allmählich, also er wird langsam wachsen, aber er wird immer mit Power wachsen. Er wird immer mit Kraft wachsen. Und ich möchte eins sagen, eine Eiche gewinnt immer gegen den Asphalt. Irgendwann, vielleicht nicht heute, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo die Eiche durchdringt, wo die Wurzeln durchdringen, weil da ist Kraft drin. Und wenn eine Pflanze so viel Kraft hat, wie viel Kraft hat der Heilige Geist in deinem Leben? Wie viel Kraft ist in deinem Leben drin? Glauben wir das? Glauben wir, dass die Power des Heiligen Geistes in deinem Leben wirksam ist? Dass sie etwas tun will? Dass sie etwas verändern möchte? Ich glaube, dass der Heilige Geist in uns einen Glauben hervorbringen möchte, der Früchte bringt. Und hier kommt der herausfordernde Gedanke: Kann es sein, dass wir manchmal einen fruchtlosen Glauben in unserem Leben führen, leben? Ich rede nicht davon, dass die Früchte entscheidend sind, dass du gerettet wirst. Ich rede nicht davon, dass die Liebe das Entscheidende ist, wo man sagen kann: Hey, Gott ist in dir. Gar nicht, sondern es ist allein der Glaube. Aber der Glaube sollte immer etwas hervorbringen. Der Glaube ist tot ohne Werke, sagt die Bibel. Dort, wo der Glaube nichts bewirkt, ist dann die Frage: Ist es so, dass Gott nichts bewirken kann? Alles andere. Gott hat seinen Geist in mich und dich hineingelegt, weil er die Kraft hat, jedes Problem in deinem Leben anzugehen. Er hat die Kraft, jede Charaktereigenschaft in deinem Leben umzuformen. Glauben wir das? Glauben wir das, dass er die Kraft hat, unseren Charakter zu ändern? Wisst ihr, oft, ich empfinde es, dass es oft leichter zu glauben ist, dass Gott ein Wunder tun kann, dass er vielleicht eine Heilung tun kann, anstatt dass er mein Leben richtig reformieren kann. Aber die Bibel sagt es uns, dass Gott in unser Leben hineinkommen will. Und dort, wo du in deinem Leben herausgefordert bist, möchte ich dir das zusprechen. Der Heilige Geist möchte und kann es verändern. Er kann aus dir einen Menschen machen, der liebevoll wird. Er kann aus dir einen Menschen machen, der anfangs vielleicht voll von Angst getrieben ist, von Angst gesteuert wird, einen Menschen machen, der auf einmal einen Frieden in seinem Leben entwickelt, der alles andere überstehen kann, der Herausforderungen überstehen kann. Und glaube nicht der Lüge, dass du dich nicht ändern kannst. Glaube nicht der Lüge, dass der Heilige Geist den anderen nicht ändern kann. Der Heilige Geist hat die Kraft. In der Bibel heißt es, dass in uns die Auferstehungskraft Jesu lebt. Hey, da kann der Heilige Geist doch jedes Problem in unserem Leben anpacken, oder? Er kann jede Eigenschaft, jede Negativeigenschaft in deinem Leben kann er verändern. Amen. Ich bin so fest davon überzeugt. Wir dürfen erwarten, dass es allmählich passiert. Es passiert nicht auf einem Schlag. Wir brauchen manchmal auch Menschen, die von außen sagen: Hey, das und das und das musst du mal in deinem Leben betrachten. Wir müssen Dinge vielleicht mal aufarbeiten. Der Heilige Geist ist aber allmählich am Formen in deinem Leben. Da darfst du dir sicher sein. Und der Heilige Geist wird etwas in deinem Leben verändern. Er wird in deinem Leben, wenn wir offen sind, wenn wir sagen: Heiliger Geist, hier sind wir, und wir lassen es zu, wird der Heilige Geist anfangen, unvermeidlich Dinge zu ändern, wo du anfangs denkst: Hey, ich werde immer so sein. Wird der Heilige Geist anfangen, wirklich Neues zu schaffen. Und der dritte Punkt: Der Heilige Geist oder die Frucht des Geistes ist etwas, das nicht von außen passiert, sondern ist etwas, was von innen herauskommt. Das ist ja interessant, dass hier bei Früchte des Geistes nicht irgendwie steht, dass wenn die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst, dann kannst du anfangen zu sehen.
Also das wäre bei mir jetzt gar nicht so verkehrt, wenn das irgendwie sich ausfalten würde, sich singen kann. Aber das steht nicht. Du wirst nicht irgendwie anfangen zu tanzen oder irgendwie Leiterskills entwickeln oder sowas. Sondern es heißt, es ist etwas, was innen in dir passiert. Und wisst ihr, was das Schöne an der Sache ist? Gott ist interessiert an deinem Inneren. Er interessiert sich an deinem ganzen Leben. Er interessiert sich nicht nur für das, was du außen tust, nein, er interessiert sich viel mehr für dein Inneres. Und er kennt dich durch und durch. Und er ist daran interessiert, die Themen, die du versteckst in deinem Leben, anzugehen. Punkte, wo du sagst, hey, da wird nie etwas passieren, ist er interessiert zu sagen, doch, ich möchte anfangen, da zu wirken. Ich möchte Veränderungen reinbringen. Die große Herausforderung, die ich jetzt gerade habe, ist, eigentlich müsste man eine ganze Predigtreihe jetzt drüber machen. Wie sehen die Frucht des Geistes eigentlich aus? Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Frieden? Aber das schaffen wir vom Zeitrahmen jetzt gar nicht. Was ich aber sagen möchte, ist, Gott möchte dein Inneres anpacken. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass der Heilige Geist in unserem Leben am Wirken ist, obwohl wir so fehlerhaft sind. Zu wissen, obwohl wir manchmal scheitern, obwohl wir doch immer noch Bitterkeit in unserem Leben haben, dass der Heilige Geist da ist und am Formen ist und wirklich am Erneuern ist. Er ist nicht daran interessiert, dass du einfach eine Fassade aufbaust, außen eine Fassade aufbaust, die mächtig aussieht, die vielleicht kraftvoll aussieht. Stell dir vor, du nimmst einen Stein und schmeißt ihn auf einen Platz und nimmst einen weiteren Stein und schmeißt ihn dazu und so weiter. Und da wächst immer ein größerer Haufen auf. Und irgendwann, wenn du das dauernd weitermachst, wird es so ein total großer, mächtiger Steinhaufen. Ein Steinhaufen, wo andere vielleicht sagen werden, boy, das sieht ja richtig, richtig krass aus. Richtig hoch und voll gewaltig und boah. Aber egal wie viele Steine du draufschmeißen wirst, dieser Steinhaufen wird nicht lebendig werden. Jesus möchte dein Inneres berühren, weil nur das Innere wird uns verändern, wird uns lebendig machen. Er möchte unser Inneres formen. Ich habe eine Geschichte von Martin Luther gelesen gehabt. Martin Luther war ja einer, der war, bevor er wirklich die Wende in seinem Leben hatte, wo er Jesus kennengelernt hat, wo er erkannt hat, dass er durch Glaube gerettet wird. Martin Luther war ja kein schlechter Typ. Der hat in der Zeit schon tatsächlich Kommentare geschrieben, biblische Kommentare geschrieben, der hat viel Gutes getan, der hat Armen geholfen, der war ja auch ein Mönch und Mönche machen ja viel, viel gute Sachen. Der hat so viele gute Dinge getan. Der hat die Bibel gelesen, der kann sie auswendig wie keine Ahnung was. Er hat viel Zeit verbracht im Gebet. Der hat all die christlichen Übungen hat er ausgeführt. Und ich glaube auch, dass er ein Segen für Menschen war. Aber trotz allem war sein Inneres tot. Trotz allem war sein Inneres leer und er hat sich geplagt und hat da gerungen, bis er erkannt hat, hey, ich bin gerettet durch den Glauben. Und als er das erkannt hat, das hat sich auf einmal in seinem Inneren etwas verändert. Sein Inneres wurde erneuert. Und mein Herzenswunsch ist es so sehr, dass wir vom Inneren her transformiert werden. Ja, das wird irgendwann nach außen kommen, aber es fängt im Inneren an. Nicht durch Äußerliches, nicht durch gute Werke, sondern im Inneren wird es anfangen, dass Erneuerung passiert. Und ich glaube, dass Partner sich danach sehnen, nach Beziehungen, wo wirklich tiefe innere Gemeinsamkeit da ist. Nicht etwas äußerlich, nicht eine Fassade. Und es ist manchmal so gefährlich, dass wir auch sonntags in den Gottesdienst kommen und äußerlich scheint alles voll okay zu sein. Äußerlich heben wir die Hände und loben Gott, aber im Inneren ist so viel zerstört und so viel Schmerz und so viel Dinge, die nicht geklärt sind. Der Heilige Geist ist nicht daran interessiert, aus dir irgendwie etwas zu machen, das äußerlich wow ist, aber innerlich total verdorben. Er ist daran interessiert, aus dir einen ganzheitlichen Menschen zu machen, dich im Inneren wirklich zu erneuern, dass du Frieden haben kannst in deinem Leben, dass du wirklich erneuert werden kannst in deinem Leben. Und wir kennen das aus der Bibelstelle in Korinth, Kirche in Korinth. Das ist manchmal so herausfordernd, wenn man diesen Brief liest. Das ist eine Kirche, die hatten so viel Power gehabt. Paulus sagt, ihr habt alle Gaben des Geistes in euch. Hey, ihr habt total viel prophetisches Reden und ihr habt Wunder und ihr erlebt Dinge, die sind so kraftvoll, aber ihr habt keine Liebe innen drin. Ihr seid innerlich so tot.
Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die von innen her leben. Und diese wirkliche tiefe Liebe, und wisst ihr was? Menschen spüren das doch sofort. Wir spüren doch sofort, ob jemand eine Fassade aufmacht oder ob er im Inneren wirklich anders drauf ist. Und in der Bibel gibt es den Paulus, der auch die Galaterbrief geschrieben hat. Paulus, hier das war, ist ein Paradebeispiel dafür. Paulus, er hat die erste Kirche verfolgt. Ja, der war so von Hass getrieben, von Zorn und gleichzeitig auch von Religiosität, hat gedacht, hey, ich mache etwas für Gott und ich wirke etwas für das Reich Gottes und so weiter. Aber war innerlich so, hey, der hat da gestanden, der hat gesagt, hey, das ist in Ordnung, wenn ihr den steinigt. Was für ein Herz muss ich haben, um da einfach dabei zu stehen und dem noch zuzustimmen, dass ein anderer Mensch umgebracht wird. Äußerlich, ja, äußerlich hat Paulus einiges getan, aber innerlich total, total zerstört gewesen. Bis zu dem einen Moment, wo er Jesus begegnet und er erkennt auf einmal, wow, hey, da ist jemand, der ist so voller Liebe. Der ist so voller anders, so ganz anders, wie ich mir das je vorgestellt habe. Und wisst ihr, was dann der Heilige Geist anfängt zu machen? Und das ist das, was er auch in unserem Leben macht. Der Heilige Geist fängt an, in unserem Leben uns auf Jesus hinzuweisen. Er zeigt auf Jesus hin und sagt, hey, schau mal, welche Liebe Jesus für dich hatte. Wenn wir die Frucht des Geistes jetzt ganz kurz anschauen, im Hinblick auf Jesus, es heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Jesus ist so voller Liebe, sagt die Bibel uns, dass er bereit war, sein eigenes Leben für dich und für mich zu geben. Er war bereit, alles zu opfern. Er war bereit, seine Gottheit abzulegen, weil er so voller Liebe ist. Jesus ist derjenige, der so voller Treue ist. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, aber als er am Kreuz hängt, verlässt ihn jeder. Jeder lässt ihn fallen, alle hauen ab und keiner steht ihm bei. Und Jesus sagt trotzdem, ich bleibe dir treu. Und das spricht er mir und dir zu. Ich bleibe euch treu. Und das verändert. Wenn wir diese Liebe erkennen, wenn wir diese Treue erkennen, wenn wir das erkennen, welchen Frieden Jesus uns geben möchte und kann und wird, das ist, was uns verändert. Und das bewirkt in unserem Leben, dass wir anfangen, wirklich charakterlich uns zu ändern. Es passiert allmählich. Es passiert unvermeidlich in unserem Leben. Es passiert in erster Linie, innerlich werden wir verändert. Und wenn wir auf Jesus unseren Blick richten, der Heilige Geist anfangen, dein Leben zu transformieren. Die größte Herausforderung, glaube ich, ist immer wieder als Christsein, dass wir unseren Blick vom Kreuz weglenken auf andere Dinge. Dass wir auf unsere Kraft schauen, dass wir auf unsere Stärke schauen, anstatt auf das, was das Kreuz für uns gegeben hat. Die Veränderung in unserem Leben. Und Paulus sagt, der sein Leben komplett radikal verändert hat. Hey, der ist einer geworden, der hat voller Liebe angefangen, für Menschen alles zu geben. Hat sein ganzes Leben investiert, hat seine ganze Zeit, seine ganze Karriere für andere Menschen geopfert. Und er schreibt in Galater 2,20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Hey, der Heilige Geist macht genau das, er drückt aus, Christus lebt in deinem Leben. Hey, und wenn Christus in deinem Leben ist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, wieso glauben wir manchmal immer noch, dass Veränderung unmöglich ist? Veränderung ist möglich. Der Heilige Geist möchte uns verändern. Und ich glaube, jeder von uns hat so seine Punkte, hat so seine Mauern, wie Chris erwähnt hat, in seinem Leben. Und bewusst oder unbewusst, ich glaube sogar teilweise oft unbewusst, hat seine Sachen in seinem Leben. Und der Heilige Geist, er möchte anfangen zu verändern. Er möchte jetzt in deinem Leben anfangen, Dinge anzupacken, die du zur Seite geschoben hast. Wo du vielleicht gesagt hast, ich undiszipliniert, das kriege ich nie im Leben hin. Der Heilige Geist möchte kommen und möchte anfangen zu verändern. Wo du vielleicht gesagt hast, boah, ich kämpfe schon so lange mit meinem Jähzorn, möchte der Heilige Geist sagen, hey, ich möchte jetzt anfangen zu verändern. Allmählich, unvermeidlich und innerlich. Vielleicht, wo du eine Beziehung aufgegeben hast, möchte der Heilige Geist anfangen,
zu wirken und zu erneuern. Das ist in uns angelegt, wenn du mit Gott unterwegs bist. Es ist in dir angelegt. Und denke nicht zu klein darüber, sondern sei dir bewusst, welche Kraft in deinem Leben im Inneren ist. Und ich lade uns ein, mal aufzustehen. Und das, was wir vorhin gemacht hatten, nochmal ganz bewusst zu machen. Die Hände einfach mal aufzumachen, wenn du das möchtest. Ich brauche das, ganz ehrlich. Ich brauche es so oft, dass mein Leben genießbarer wird. Für mich und auch für andere Menschen, für meine Ehepartnerin, für meine Kinder. Ich brauche es, dass der Heilige Geist kommt und anfängt, in meinem Inneren Themen anzusprechen, die ich beiseite geschoben habe. Themen zu transformieren, an die ich nicht geglaubt habe, dass Gott etwas tun kann. Und vielleicht hast du da einen Bereich in deinem Leben, lass uns jetzt nicht alles auf einmal nehmen, sondern lass uns vielleicht wirklich ganz bewusst einen Bereich in unserem Leben nehmen. Wir sagen, Heiliger Geist, da brauchen wir dich. Da brauchen wir wirklich, dass deine Frucht durchdringt, wie die Eiche den Asphalt durchdringt mit den Wurzeln, dass der Heilige Geist endlich mal durchdringt. Und er möchte jetzt auch in dich hineinkommen, er möchte in uns hineinkommen. Hey, du darfst gerne auch deine Augen schließen. Heiliger Geist, wir sind heute hier. Und wir erkennen, wir brauchen dich immer mehr. Heiliger Geist, und wir wollen Buße tun dort, wo wir uns vielleicht nur danach ausgestreckt haben, äußerlich irgendwie etwas zu sein oder irgendwie was zu bewirken. Wo wir eine Fassade aufgebaut haben. Heiliger Geist, danke, dass du unser Inneres kennst. Danke, dass du auch mit unseren Fehlern bereit bist, in unserem Inneren zu leben und zu wirken. Ich lade dich jetzt ein, wirklich einen Moment für dich zu nehmen, vor Ort, aber auch im Livestream, die Hände wirklich offen zu halten, zu sagen, Heiliger Geist, da ist ein Bereich, da ist vielleicht eine Charaktereigenschaft in meinem Leben, die möchte ich dir jetzt nochmal ganz neu widmen. Lass uns einfach da wirklich ein paar Sekunden Zeit nehmen, um das dem Heiligen Geist offen hinzulegen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt in unser Inneres zu kommen. Wir laden dich ein, in unsere Schwachheit hineinzukommen. Und wir wollen die Dinge nicht verstecken, wir wollen die Themen nicht verbergen, sondern wir wollen sie offenlegen. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt auch siehst, was jeder Einzelne vor dir hingegeben hat. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns zusprichst, dass du uns immer mehr verändern wirst. Ja, dass du uns in diesen Prozess mit hineinnimmst. Und dass du keinen einzigen hier im Raum oder im Livestream aufgegeben hast. Sondern du bist dran, du bist am Wirken und du bist am Tun. Und Heiliger Geist, ich bete, dass wir das will ich in unserem Inneren erleben, wie du anfängst zu formen. Wie wir zu Menschen werden, wie wir zu einer Kirche werden, die so voller Liebe ist, so voller Treue und Barmherzigkeit und Güte und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Danke, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment am Wirken bist. Und es ist unabhängig von dem, ob wir uns jetzt etwas fühlen oder nicht. Heiliger Geist, du bist da. Du bist da und
Danke, dass du Erneuerung jetzt bringst und dass du transformierst. Und danke, dass wir auch die Gewissheit einfach haben dürfen, dass du alles neu machen wirst. Und dass jeder von uns das auch echt erleben wird. Vielleicht nicht auf dieser Erde, aber wir werden erleben, dass du alles neu machen wirst. Und danke, dass wir dieses Zuversicht haben. Amen. Ich möchte euch oder dem einen oder anderen noch die Gelegenheit geben, ihr dürft eure Augen noch zuhalten. Vielleicht ist hier jemand im Raum, der sagt, hey, ich habe noch nie gehört, dass der Heilige Geist wirklich Veränderungen machen möchte. Ich habe aufgegeben mit meinem Leben, ich habe aufgegeben an mir zu arbeiten, mich überhaupt irgendwie etwas zu tun und habe überhaupt keine Hoffnung. Und ich möchte zusprechen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil Jesus ist ans Kreuz gegangen. Es gibt Hoffnung, weil Jesus ist gestorben für all diese Fehler in unserem Leben. Er ist für deine Fehler gestorben. Und das Einzige, was du machen darfst, ist zu sagen, hier bin ich und ich möchte dich einladen, Jesus, als meinen Retter und als meinen Herrn. Und was dann passiert, ist etwas Unglaubliches, ist, dass der Heilige Geist kommt und in dein Leben hineinkommt und dass er Erneuerung schafft. Wenn hier jemand im Raum ist, bitte die anderen einfach die Augen geschlossen haben, einfach für als Raum, als Atmosphäre, wo jeder für sich sein kann. Ist jemand hier im Raum, der sagt, hey, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben erleben. Ich möchte ihn erfahren. Du darfst dann ganz kurz als Zeichen einfach deine Hand nach oben strecken. Dann möchte ich für dich beten und ganz bewusst Jesus einladen. Und vielleicht bist du gerade im Livestream mit dabei und hast diesen Jesus noch nie wirklich in deinem Leben erfahren. Hey, ich möchte jetzt einfach noch mein Gebet sprechen. Du darfst dazu dann einfach einen Amen geben. Als eine Einladung, Jesus in dein Leben hineinzulassen. Und das Wunderbare ist, dass der Heilige Geist dann kommt. Herr, danke, dass du alles für uns gegeben hast. Herr, du hast trotz all unserer Schwäche und Sünden bist du ans Kreuz gegangen und bist für uns gestorben. Und Herr, wir laden dich ein, jetzt in unser Leben hineinzukommen. Und wir nehmen deine Tat am Kreuz, nehmen wir für unser Leben an. Wir nehmen es an und sagen, ja Herr, wir brauchen dich in unserem ganzen Leben. Wir brauchen dich nicht nur für einen Moment, nein, wir brauchen dich für unser ganzes Leben. Und wir laden dich ein, in unser Leben hineinzukommen. Wir laden dich ein, dich unser Leben zu transformieren. Wir laden dich ein, unser Retter und unser Herr zu werden. Und danke, dass du das in diesem Moment tust, dort, wo die Herzen offen sind. Danke, dass wir jetzt auch deinen Heiligen Geist empfangen dürfen und dass du in uns kommst und uns erneuerst. Amen. Amen. Eigentlich wäre die Zeit, wo jetzt die Abmoderation kommt, aber ich habe während der Zeit, während der Predigt und während dem Gebet vom Sascha so ein starkes inneres Drängen gehabt, so ein starker Impuls des Heiligen Geistes. Ich hatte zwei Bilder vor Augen und die möchte ich einfach weitergeben, weil ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig sind für jemanden. Ich sah in dem ersten Bild einen Garten, einen wunderschönen Garten. Und die Person, die den Garten angelegt hat und gepflegt hat, die hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist dein Garten und du hast dich so gefreut über dein Leben, über die Frucht, die aufgegangen ist, über die schönen Pflanzen, die schönen Blumen, die aufgegangen sind im Garten. Und plötzlich ist ein Feuer gekommen und hat große Teile dieses Gartens zerstört. Es ist wie ein Unglück in dein Leben gekommen, irgendeine Situation in deinem Leben. Und ich sehe, wie du so enttäuscht bist, so entmutigt bist und sagst, es war alles umsonst. Es war, warum habe ich mich so angestrengt? Es ist kaputt gegangen in meinem Leben. Und ich empfinde es so stark in meinem Herzen, wenn du hier bist. Wir bieten dir Gebet an. Am Ende vom Gottesdienst, komm nach vorne. Wenn du im Livestream drin bist, das ist jetzt wirklich ungewöhnlich, wir machen das normal nicht so, aber wenn du im Livestream das hörst,
such Kontakt, wir beten für dich gerne, wenn du dieses Empfinden hast. Und das zweite Bild ist ähnlich wie dieses erste Bild gewesen war, die Situation, wo Jona gerade aus einem Frust rauskam. Er dachte, Gott müsste in einer bestimmten Art und Weise wirken. Er hat gedacht, ich weiß, wie Gott wirkt und er muss so und so tun. Und Jona wurde so enttäuscht. Und dann hat er sich zurückgezogen und dann steht in der Bibel, dass Gott eine Rizinuspflanze wachsen ließ. Und ich habe dasselbe Empfinden auch, dass jemand hier ist, der eine Enttäuschung hat, der sagt, ich habe gedacht, Gott wirkt in der und der Weise in meinem Leben oder gebraucht mich in der und der Weise. Und du fängst an, das menschlich zu verarbeiten. Und Gott schenkt dir jetzt so eine Zeit, wo diese Pflanze aufwächst. Aber pass auf, beim Jona ist diese Pflanze verdorrt. Weil er sollte sich nicht auf die Pflanze fixieren. Nicht, dass es dir jetzt kurzzeitig besser geht. Wenn du eine Enttäuschung hast, lass für dich beten. Komm nach vorne nach dem Gottesdienst oder im Livestream, nimm Kontakt auf. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Zeit. Hammer, war ein richtig guter Gottesdienst bisher, oder? Aber wir haben noch ein bisschen was. Bisschen, aber was. Bevor ich mit den Ankündigungen loslege, wo noch ein paar richtig coole Sachen gesagt werden, haben die Kids heute was vorbereitet. Also ich weiß, wir sind alle Kinder Gottes, so, aber die altersmäßigen Kids haben was für die Mütter vorbereitet. Also ihr Mütter dürft gerne heute, also wenn du es immer noch nicht kapiert hast, heute ist Muttertag, und ihr Mütter dürft gerne aufstehen und dann dürfen die Kids kommen und das ready machen, was die, oder das bereit machen, das starten, was die vorbereitet haben. Also wenn du Mutter bist und jetzt noch nicht stehst, steh jetzt auf. Und während ihr diesen coolen Dienst genießt, dürft ihr mir auch noch kurz zuhören. Es gibt noch ein paar Sachen zu sagen. Das erste ist, hey, du hast es im Livestream vielleicht schon gehört, aber vielleicht ist das auch wichtig für einen von euch. Wenn du Kontakt aufnehmen willst, schreib uns doch gerne einfach eine E-Mail. Die steht unter anderem zum Beispiel auf unserer Webseite. Da kannst du einfach auf Google eingeben, Kirche mittendrin, und dann findest du uns schon. Allerspätestens, wenn du suchst Kirche mittendrin Kaiserslautern, versichere ich dir, dass du uns dann findest. Und da steht alles drauf, Telefonnummer. Wenn du ganz nach unten gehst, ganz unten steht alles, E-Mail, Telefonnummer, da ist sogar ein Kontaktformular. Also alles bereit, dass du uns kontaktieren kannst. Und mach das auch wirklich, wenn du heute angesprochen wurdest. Wenn du dieses Drängen hast, Kontakt aufzunehmen, mach das gerne. Ansonsten beim Rausgehen, hey, du hast die Möglichkeit, noch etwas in die Kollekte zu geben, ein richtiges Investment in das Reich Gottes. Und glaub mir, es wird immer zurückkommen. Das verspricht uns unser Gott, wenn wir aus freiem Herzen geben, wenn wir aus treuem Herzen geben, dann wird er uns immer etwas dafür zurückgeben. Und ich glaube, dass da echt was hintersteckt. Ich glaube, dass wenn etwas in der Bibel steht, dann steckt da Wahrheit drin. Und ich weiß, dass das in der Bibel steht. Wenn du dich fragst, wo, lass uns nachher kurz quatschen. Ich habe da ein ganzes Buch drüber gelesen. Genau, nutz die Zeit, dieses Investment gleich zu machen. Und dann gehen wir jetzt noch in das letzte Lied rein oder in die letzten Lieder, während ihr noch den Dienst von den Kindern genießt und die Geschenke bekommt. Und wenn noch was übrig bleibt, habe ich gehört, dürfen sich die Männer am Ende auch was nehmen. Aber nur, wenn was übrig bleibt. Thank you.
search the world, but he couldn't fail me. A mountain of praise, a treasures of faith, and never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Show you my weakness, my feathers and flaws, Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Nothing.